Kennst du das Gefühl, wenn du als Fußballer im Spiel einfach nicht den optimalen Halt im Schuh hast? Wenn dein Socken ständig rutscht, wenn du mit den Gedanken abgelenkt bist, du bist unten irgendwo bei deinem Halt, bei deinen Schuhen, bei deinen Socken? Ich glaube, das Gefühl kennt jeder und genau deshalb teste ich heute die neuen Traction Socks von Trazer. Es ist schon das zweite Modell jetzt, also wirklich nochmal geupdatet. Und was wirklich für dich drin ist und wie du die Socken sogar etwas günstiger bekommst, erfährst du in diesem Video. Viel Spaß! Ja, ich musste gerade erstmal die anderen Socken nehmen, weil ich eine Größe zu klein angezogen habe. Der Simon Weber von Trazer hat mir unterschiedliche Modelle mal mitgeschickt zum Testen. Und ich habe dann gesehen, es sind auch unterschiedliche Größen. Und das ist gleich was, was ich dir sagen möchte, was im Sockenmarkt nicht immer üblich ist, dass du wirklich unterschiedlichste Größen für die Socken hast. Also es gibt auch Kindergrößen jetzt mittlerweile bei Trazer. Es gibt auch extra Socken für Damenfüße. Und das erhöht natürlich auch extrem die Langlebigkeit, denn wenn der Socken genau passt, dann fühlt er sich nicht nur gut an, du hast einen guten Halt, sondern er ist natürlich auch dann nicht zu eng, er reißt nicht so schnell. Und das ist aus meiner Sicht ein sehr, sehr großer Vorteil. Ansonsten von der Verpackung, von der Aufmachung, es kam hier in so einem ganz normalen Karton, eigentlich nicht groß spektakulär. Hier so eine kleine Plastiktasche, die man so aufzippen kann. Und ansonsten finde ich schon mal super authentisch, dass Simon so ein eigenes, so eine eigene Grafik von sich entworfen hat, die auch mit drauf ist, finde ich sehr authentisch. Allgemein die ganze Marke, also wenn du auch auf die Seite gehst, Trazer, ich habe sie dir unten in der Videobeschreibung auch verlinkt, geht es viel um Regionales, um Deutschland, um Teamplay, um regional in Bayern produzierte Socken und all das ist natürlich ein großer Vorteil, finde ich, und das merkt man auch in der Professionalität des Sockens, weil das Produkt auf mich, auch jetzt, wenn ich es angezogen habe, wirklich schon einen sehr, sehr guten Eindruck macht. Simon hat mir auch nochmal versichert, dass wirklich einiges angepasst wurde, unter anderem zum Beispiel die Zusammensetzung auch des Vernähen des Sockens, also der Socken ist nochmal dichter vernäht als vergleichbare Modelle am Markt und Trazer kommt jetzt mittlerweile sogar mit einer 6 Monate Anti-Loch-Garantie. Bedeutet, wenn du am Anfang oder wenn ich jetzt am Anfang Probleme haben sollte mit den Socken, dann kann ich sie einfach zurückschicken. 30 Tage Geld-Zurück-Garantie hast du ohnehin. Und dadurch, dass sie mit kostenfreien Versand kommen, kannst du eigentlich mit null Risiko bestellen. Einen Gutscheincode übrigens für deine Bestellung hast du unten in der Videobeschreibung, wenn du sagst, yes, die Socken brauche ich. Dann würde ich sagen, lass uns doch die Socken mal anziehen. Ich habe hier bewusst meinen All-Time-Classic Nike Tiempo genommen, weil ich den Schuh einfach in- und auswendig kenne. Es ist kein neuer Schuh, der jetzt nochmal so eine Variable wäre, wenn ich jetzt gleich anziehe, sondern den Schuh kenne ich genau. Das heißt, ich kann exakt beurteilen, wie fühlt sich der Socken jetzt im Unterschied in diesem Schuh an und was habe ich für ein Gefühl. Übrigens, der Tiempo ist natürlich mein Klassiker, aber wenn du sagst, ich brauche neue Fußballschuhe, dann habe ich dir oben ein Video verlinkt, wo wir neue Fußballschuhe testen, die exakt auf deinen Fuß angepasst sind. Also schau dir das gerne an, falls du sagst, ich brauche nicht nur Socken, sondern auch den Kickschuh. Auf jeden Fall meine Empfehlung Nummer 1 aktuell. Zu den Socken. Du siehst auch jetzt, solange der eine Schuh noch aus ist, sie haben unten hier so Rutschnoppen, was sehr, sehr cool ist. Sie haben die jetzt mittlerweile hier oben auch auf den Zehen. Also du dürftest auch hier vorne dann einfach einen guten Grip haben im Schuh. Und ich finde sie auch von der Aufmachung sehr schön. Du hast hier so ein bisschen Atmungsaktivität durch eine andere Zusammensetzung des Materials und auch das Rebranding mit dem Trazer-Logo. Und hier unten nochmal ganz simpel, ist nicht zu aufdringlich und schaut aus meiner Sicht sehr, sehr gelungen aus. Hier rechts fühlt sich es auf jeden Fall schon mal gut an. Dir muss klar sein, das ist natürlich Geschmackssache, dass der Socken vorne ein bisschen dicker ist. Also es ist sicherlich kein so ein ultra dünner, ultra leichter Socken, sondern es ist schon eher auf einen guten Komfort geachtet, auf ein bisschen hochwertigeres, dickeres Material. Ich persönlich finde es im ersten Moment jetzt ganz angenehm und werde mich jetzt natürlich mit Ball ein bisschen bewegen, unterschiedliche Praxisübungen machen, um dir dann natürlich einen Live-Kommentar zu geben, wie es sich anfühlt. Also so der erste Eindruck jetzt beim wirklich fußballspezifischen Bewegen ist echt gut. Also der Socken fühlt sich im Schuh gut an. Man merkt, er ist ein bisschen wertiger, man spürt ihn richtig, was im positiven Sinne wirklich ja, zu einem guten Gefühl einfach beiträgt. Und auch wenn ich jetzt hier so schneller ein bisschen
die Richtung wechsle. Fühlt sich an sich wirklich gut an und gibt mir ein gutes, sicheres Gefühl, weil der Tiempo an sich ja schon ein weiterer Schuh ist, der logischerweise schon total ausgelatscht ist. Also umso wichtiger ist, dass der Socken im Schuh gut hält und das tut er aktuell. So, lass uns noch mal kurz durchschnaufen gemeinsam und abschließend auf den Socken schauen. Wie du gerade gesehen hast, Praxischeck aus meiner Sicht auf jeden Fall bestanden. Selbst in meinem ausgelatschten Tiempo hält der Socken wirklich gut. Also Anti-Rutsch-Garantie würde ich sagen, check. Und der Socken an sich fühlt sich wirklich auch sehr hochwertig an. Er liegt gut an, er ist aber nicht zu eng. Und ich habe mit Simon, dem Gründer, auch kurz telefoniert. Was er noch als ganz, ganz großen Vorteil sieht, ist, dass du in diesen Socken eben auch den Schienbeinschoner reinstecken kannst, sodass du da kein zusätzliches Tape oder Ähnliches brauchst, sondern dann nur noch deinen Stutzen, deinen Sleeve drüber ziehst und so auch ins Spiel gehen kannst. Abschließend, den Socken bekommst du auf der Seite von Tracer für offiziell 29,99 € im Pärchen in deiner Wunschgröße. Wie gesagt, sowohl Kindergrößen, Damengrößen und zwei unterschiedliche Herrengrößen. Aus meiner Sicht da für jeden was dabei. Und natürlich mit unserem Code nochmal 15% günstiger. Du findest ihn unten in der Videobeschreibung. Du bezahlst keine Versandkosten und der Socken war in 3 Tagen nach Bestellung bei mir. Also ein absolut top Lieferangebot aus meiner Sicht. Wichtig für dich ist natürlich nochmal, dass der Socken wirklich die passende Größe hat. Also ich würde dir empfehlen, mehrere Socken zu bestellen und den Rest wieder zurückzusenden. Denn gerade wenn der Socken zu groß ist, dann hast du einmal durch dieses füllige Material vorne vielleicht zu viel Material, was sich nicht schön anfühlt. Und wenn der Socken natürlich nicht richtig passt, dann wird er auch nicht so lange halten. Deswegen da wirklich einmal reingehen, in unterschiedliche Größen ausprobieren, dich dann für eine Größe entscheiden, die wirklich perfekt zu dir passt. Und dann hast du aus meiner Sicht einen super Socken, mit dem du deine Leistung auf den Platz bringen kannst, ohne ständig das Gefühl zu haben, dass du im Socken rutschst oder ein unangenehmes Gefühl hast. Wenn du Fragen hast, wenn du Erfahrungswerte hast mit den Tracer Socks, dann schreib's uns gerne unten in die Kommentare. Ich bin sehr gespannt und ich freue mich, wenn du auch nächste Woche wieder dabei bist, den Kanal abonnierst, wenn wir wieder spannende Tipps für dich als Fußballer haben. Bis dahin, hau rein, dein Simon Jans.